Da ist der Fluss, die Isere, in einem Bett weißer Steine. Das Wasser ist reißend, grün, milchig. Nach Osten hin sind die Ufer steil. Flussabwärts stehen auf Inseln im Fluss mächtige Bäume, Kastanien und Pappeln, paradiesische Flecken. Ich achte nicht auf das tackende Geräusch von Schritten hinter meinem Rücken. Ich bin vom Glück überwältigt. Ich bin taub vor Glück. Faszinierend. Also unendliche Weiten, und zu diesen unendlichen Weiten gehört auch Eberswalde. Und auf wahnsinnigen 17,01 Quadratmetern ein ganzes Universum unterzubringen, ein Star Trek-Universum, das ist einfach nur, ja, faszinierend. Also ich bin hellauf begeistert. Ist herrlich. Also wirklich, einfach faszinierend. Als Sammler, als zu sehen, welche Liebe da drin steckt, wenn man jetzt hier rumschaut. Ne? Es ist ein tolles Gefühl, hier zu sein. Schöner Raum, schöner Ort, sich zu treffen, zu unterhalten. Ja, und Gerti Honeck, man macht die Augen zu und denkt, ja, Captain Janeway. Faszinierend einfach, was soll ich dazu sagen? Das ist unheimlich schön und auch schön, was sie gemacht hat, also sie in einer anderen Rolle mal zu erleben. Es war auf jeden Fall interessant, auf jeden Fall spannend und witzig. Und ja, Gerti Honeck, die ist super witzig, finde ich. Ja. Und von der Ausstellung her sage ich jetzt mal, es ist einfach baff. Frau Honeck zu erleben ist ein Traum, muss ich sagen, auch ihre Fotos hier zu bewundern. Davon gefällt mir eine ganze Menge. Die Lesung war toll. Also besonders beeindruckend war es, wie sie dann richtig laut geworden ist bei manchen Erzählungen und dann richtig energisch, richtig Energie in die Stimme reingelegt hat und der Keller fast vibriert hat. Das war toll. Weil sie doch eine Person ist, die es schafft, einen sofort einzunehmen, nicht nur durch ihre Stimme, sondern auch durch ihre Art und ihre Person an sich. Und es war sehr kurzweilig, also da ihre Vorlesung, und war ja nicht nur eine reine Vorlesung, sondern es war ja fast wie ein kleines Theaterstück, und es war einfach sehr berührend auch tatsächlich. Ja, also ich hatte zwischendurch 2-3 Mal Gänsehaut und es war toll. Also das war halt ziemlich cool. Ja, da hat man irgendwie das Gefühl, als ob da wirklich jetzt Captain Janeway da reden würde. Ja, und halt waren ja da die Geschichten schon witzig. Sie ist einfach nochmal viel mehr. Sie ist irgendwie so eine eigene Persönlichkeit, was man mit den Bildern sieht, mit ihrem ganzen Auftreten und dem, was sie vorgelesen hat, war super. Super Auswahl auch. Ja. Ich erkenne, wenn der reinkommt, sieht es nicht ganz was, ne? Nicht? Er ist total. Ja, sieht super aus. Es war ein super gelungener Abend. Also man hat die Hauptdarstellerin gespürt, sie hat es gelebt. Einfach faszinierend. Ja, es ist ein doppelter Erfolg. Es ist eine schöne Lesung, eine intensive Lesung. Und die Ausstellung ist schöner, als ich dachte. Es ist alles toll, sieht gut aus, es ist schön. Ja, es ist, was soll ich sagen, ich kann gar nicht mehr sagen. Es ist einfach, ja, ich bin sehr glücklich, dass das heute hier ist und dass die Ausstellung so schön ist. Das Essen, alles das drumherum ist alles toll. Die ganze, überhaupt die ganze Veranstaltung gefällt mir sehr gut.